So, dann wäre dieses Rätsel auch gelöst. Meine Güte. Nettes Ding, du. Nettes Ding. Ich will immer speichern. Was befindet sich hier? Das kann nicht so einfach sein. Ah, ich dachte es mir doch. Komm her. Das sieht so aus, als wäre sein... als wäre das Schloss ein Kopf. Oh, der ist sogar noch weiterentwickelter. Es ist eine rote Kiste, I see. Ah, verdammt. Ich hatte die Hoffnung. Komm. Ist er besiegt? Nee. Ich würde dich gerne sehen können, danke. Thank you. Now you are dead. Und wir erhalten? Wir erhalten? Den Titanarmreif. Damit kann man schwere Dinge heben. Ich höre irgendwas trimpeln und trumpeln und strumpeln. Ich glaube, es ist... Wir können die Dinger endlich heben. Ah. Das ist cool. Ich würde sagen, das ist Mama Steinkäfer. Ist es willkürlich, ob er etwas wirft? Also manchmal hebt er es auf und manche wirft er einfach. Die ich aufheben kann, kann ich nach meinem eigenen Gutdünken werfen. Erscheint mir auch ein bisschen wahllos. Wir können sie nicht mehr bändigen. Ihr Appetit auf Menschenfleisch ist geweckt. Oh je. Zum Glück bin ich ein Untoter. Ich schmecke gar nicht mehr so gut. Ach so, man muss einfach nur gegen die Steine laufen und er hebt sie auf. Aha, ich habe immer Ente gedrückt. Oder man stellt sich einfach davor und drückt Enter, das geht auch. Aber beides gleichzeitig führt wohl zum Wurf. Probier ich mal aus. Ja, genau das. Okay, also entweder Enter drücken oder dagegen laufen. Dann wollen wir mal genau das machen, denn das ist der fast letzte Stein. Sehr gut. Wusste ich doch, dass die Mechanik funktioniert und ich habe es schon wieder geworfen. Sehr, sehr, sehr nice. Ja, es kommen immer wieder neue Mechaniken hinzu. Ich mag so etwas. Na? Dich muss ich verscheuchen. Ach Mann! Ich dämlicher Dämeldödel! Einfach nur dagegen laufen. Stirb! Versuchen wir es nochmal. Beziehungsweise diesmal... gegen den richtigen. Dich. Now you're dead. Now I did the same thing. I did it wrong. Ach, jetzt ist der auch wieder da. Ich könnte natürlich auch den hier. Nee. Es gibt keinen Winkel, von dem aus ich ihn treffen könnte. Ich muss den hier also angreifen. Okay. Wunderbarst. Und wir haben hier eine Puporopie. Nun gut. Das könnten wir... Das ist doch eine Abkürzung, oder? Jetzt ist es eine Abkürzung. Ja, das ist sie. Sehr schön. Und hier kämen wir doch auch noch irgendwie weiter. Also hier gibt es noch irgendwas zu entdecken. Irgendwas gibt es hier noch zu entdecken, denn da war noch ein Raum, wo sich weitere eingegrabene Steine befanden. Und zu dem würde ich ganz gerne und ich denke, wir werden gleich dorthin kommen, denn das hier ist anscheinend derselbe Ausruhraum wie zuvor. Oder? Statusaufruf. Achso, hier mein Status. Genau. Das ist... Ja, das ist dasselbe Gebiet. Gut, hier wollte ich sowieso hin.
Hier gab es nur diese Schalter. Wir backtracken jetzt also so ein bisschen. Wo genau müssen wir hin? Ich glaube hier. Dann nochmal durch das Labyrinth. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ihr seid nett, nicht wahr? Ja, ihr seid nette Zergsteine. Ich mag euch. Was gab es hier genau? Dort oben ist dieser Stein, den ich gerne wollten tun. Ja, ist ja gut. Ich tu dir nichts. Bist ganz braver. So, jetzt haben wir hier die Abkürzung geschaffen und genau hier wollte ich hin. Ein verwirrender Ort, nicht wahr? Ich schlage dir einen Handel vor. Gib mir eine Geisterrupie und ich werde dich sicher hier raus und noch wieder reinbringen. Nein. Mir geht's gut. Mir geht's bestens. Ich kann mich nicht beklagen, what the fuck. Ja. Mama Zergling. Sie ist wach. Wie kann ich dich besiegen? Wie wär's mit Magie? Ja gut, trifft immer den Nasten. Ich weiß Bescheid. Yay, daneben. Genauso wie ich es plante. Du. Komm schon. Versuch's doch. Ah, so läuft das. Verdammt. Friss das. Damit hast du nicht gerechnet, hm? Vielleicht sollst du mir weniger deine einfältigen Schergen schicken. Vielleicht sollte ich mich weniger treffen lassen. Oh Gott, ich mach's noch viel schlimmer. Moment. Sag mal, ach komm, nehmen wir das Große. Yeah. Dich will ich jetzt auch noch besiegen. Ohne mich treffen zu lassen. Na gut, dann werfe ich halt den ersten Stein. Das Wortspiel. Nein! Autsch! Die machen ja Schaden. Nauts! Yikes! Stirb doch endlich! Wieso bringen die Kiesel dieses riesengroße Monstrum nicht um? Ich verstehe das nicht. Okay, hier lasst mir keine andere Wahl. Ich glaube, jetzt kann man auch über Hotkeys aufrufen, aber... Magie! Oder geht das über Hotkeys irgendwie? Shift 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, leck mich! Nein. Ich will jetzt erstmal die Käfer besiegen. Sehr gut. Yix. Aha! Direkt zwischen die Augen ist es von deinem harten Panzer abgeprallt. Es sind sehr scharfkantige Steine. Das muss es sein. But this wasn't even his final form. Oh, doch war's. Du hast eine rote Rupie gefunden. Nun besitzt du insgesamt 2. Du hast das erste Torjuwel gefunden. Ein weiterer Weg liegt noch vor dir. Ein weiterer Weg, nicht ein weiterer Weg. Der auch.
Durch den Abstieg in die Tiefe hatte Zed die Opferung des einzigen noch lebenden Zeugen für den Verrat des Medizinmannes verhindert. Die Wahrheit über seine Machenschaften verbreitete sich wie ein Lauffeuer und eine Auseinandersetzung zwischen den Menschen und Goblins wurde vereitelt. Sehr gut. Der Friede war in das Paradiestal zurückgekehrt. Doch dieser Friede kann nur so lange bestehen bleiben, bis eine dunkle Macht sich Zugang zum Portal in Valadurs Burg verschafft. Und diese dunkle Macht belagert bereits die Burg. Begleitet von einigen neuen Freunden tritt Zed deshalb die Rückreise an. Nein, da ist noch eine Kiste! Ah. Das war die erste Welt. Kapitel 2. Am Scheideweg und ich bereue es bis heute. Flammenschrift. Wir sind nicht Krieger. Wir können nicht helfen euch bei eurem Kampf mit Kraft. Aber wir können euch helfen anders. Wir sehen in eurer Höhle nichts wachsen. Deshalb wir geben euch von unserem Essen. Wir haben sehr viel davon. Wir hoffen, ihr seid zufrieden. Oh, damit helfen wir auch der Burg. Nun, das ist immer noch mehr, als ich zu hoffen gewagt habe. Selbst wenn wir nicht bald überrannt werden, wäre die Belagerung mit unseren jetzigen Reserven nur von kurzer Dauer. Ausnahmsweise kann ich euch nur beipflichten, Lord Gent. Auch wage ich zu bezweifeln, dass ein Haufen Wilder eine Bereicherung für unsere Armee wäre. Wir haben das gehört. Ihr Völker des Paradiestals, wir nehmen euer Angebot dankend an. Aber wo sein euer Häuptling, euer Stamm von ihm erzählt? Ihr dürfen entscheiden? Er holt sich momentan von einer Krankheit und kann deshalb auch nicht euch deshalb nicht empfangen. Hüpf? Wir verstehen. Wir jetzt müssen sagen auf Wiedersehen. Das sich reimte. Das da oben sind übrigens wir. Ohne Maske. Seid ihr wahnsinnig? Wenn sich herumspricht, dass der Prinz nicht mehr dazu fähig ist zu kämpfen, wird das die Moral der Truppen entscheidend schwächen. Regt euch nicht unnötig auf, Fortis. Es wird sich viel schneller verbreiten, wenn ihr so herumkrakeelt. Konzentriert euch lieber auf wichtigere Aufgaben. Das wird ein Nachspiel haben, dessen könnt ihr euch sicher sein. Ich weiß nicht genau, was hier los ist. Die soll mal mit ihren politischen Entscheidungen mich selbst in Ruhe lassen. Das war feine Deutsch. Nun zu dir, Junge. Du hast uns zwar alle beeindruckt, als du mit diesen Gestalten aufgetaucht bist, aber wenn sich dahin das nächste Mal ein Portal öffnet, solltest du nicht einfach hindurchschreiten. Ich hatte keine andere Wahl. Man hat mich dazu gezwungen. Wer weiß, nicht in allen Teilen des Landes warten so harmlose Wesen wie Käfer und Krabben. Und jetzt zurück zur Trainingshalle mit dir. Drecksack. Bringt uns nichts als Ärger. Reserven, Nahrung, Blödsinn. Ja, und das war's dann wohl von der ersten Welt. Und bei der würde ich es gerne belassen, denn das Spiel geht noch eine ganze Weile. Und ich bin nicht sonderlich gut darin, Deutsch zu sprechen. Bin ich sonderlich gut darin, mich in langen Projekten... Und ich hab Hunger. Ich bin schlecht mit langen Projekten, okay? Aber das solltet ihr mittlerweile selbst gelernt haben. Ja, und ich brauche irgendwas für den Kopf. Ich kann nicht mehr richtig sprechen. Was ist los? Was ist nur los? Es liegt sicherlich am Vollmond. Ach nee, es ist die Sonne. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wenn ihr euch für dieses Spiel begeistern könnt, dann downloadet es euch doch selbst und spielt es. Denn es ist echt gut. Es ist bei weitem nicht perfekt, nein, überhaupt nicht, vor allen Dingen grafisch nicht, aber es ist spielerisch echt gut und es bringt alle Nase lang immer wieder irgendwas Neues auf den Plan und das ist echt gut. Ich bin TrueMG und das war's mit dem letzten Video für Hellgates 2, Valadurs Erbe und sollte euch dies hier gefallen haben, dann schaut... Was ist los mit mir? Oh, Gottes Willen. Wahrscheinlich erwarte ich zu viel von mir selbst. Dann schaut doch auch in meine alten, aktuellen oder wenn ihr dieses Gestammel noch länger ertragen könnt, zukünftige Videos. Denn dann habt ihr immer was zu tun.
bis zum nächsten Mal.